keine neue Mütze. Wie gefällt euch eigentlich die Bild- und Tonqualität der neuen Kamera? Aber zurück zum Thema. Ich habe eine neue Mütze. Ne? Ich teste mal mit der Kamera so neue, ganz neue Blickwinkel aus. Und ja, wir packen halt was aus. Und wie man hier schon sieht, alles nass, weil der Vollidiot von Postbote das so halb. Hauptsache, es ist ein Briefkasten, reingestopft hat. Ne? Hauptsache, es ist drin und ich kann mich vom Acker machen. Und da haben wir Koks in Umweltpapier. Elegant eingepackt, ja, muss man aber zugeben. Das wieder alles zugeklebt. So. Denn, und zwar haben wir hier Dutzi Dutzi Fargo Season 1. Beziehungsweise, wie ihr sehen könnt, Fargo Season 1. Habe ich mir jetzt mal auf Blu-ray bestellt. Das ist eigentlich nur ein Pappschuber. Und tja, da haben wir hier, wie viel sind es? 2 Blu-rays? 3? Ja, weil den Originalfilm habe ich mir jetzt mal zugelegt und die erste Staffel habe ich dann bei Netflix gesehen. Ich weiß nicht, warum hier nirgendwo steht Netflix Original. Steht ja sonst immer überall drauf. Ja, es ist halt, geht halt darum, und dann wollte ich Fargo haben und dann habe ich mir einen Film bestellt und habe ich mir gedacht, da bestelle ich mir dann auch gleich noch, hallo Mindy. Alles klar? Kann man nicht essen. Blöd, Mann. Habe ich mir einen Film bestellt, habe mir gedacht, dann bestelle ich mir auch gleich. Was willst du denn jetzt? Du bist hier gerade ein bisschen unpassend, ne? Ja, ich wollte hier nur was auspacken. Habe mir einen Film bestellt, habe ich mir gedacht, ach, habe die erste Season gesehen. Season 2 und 3 sind auch auf Netflix, allerdings Season 2 konnte man noch gucken, Season 3 fand ich dann ganz scheiße und habe mir gedacht, ja gut, dann lege ich mir mal die Blu-ray davon zu, weil so ab und zu möchte ich mir dann doch mal wieder eine Folge angucken. Und ewig mit Netflix etc., das habe ich jetzt erstmal abgemeldet, weil da nichts mehr für mich bei war. Im Großen und Ganzen quatsche ich euch 5 Minuten lang voll. Ich habe mir eine Blu-ray gekauft, ne, und die erste Staffel war vor allen Dingen mit Billy Bob Thornton und der bringt halt 50 rüber. Pappschuber, bezahlt habe ich jetzt, lass mich nicht lügen, 7,49 €? Oder was? Ja, im Großen und Ganzen war es ja schon. Ne? Ich halte euch viel zu lange auf. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das Video kommt nämlich gleich direkt in den Upload. Bin gerade erst drin. Und ja, dann sieht man sich.